Wenn Sie glauben, dass ich mich da runterlasse, nach dem, was letztes Mal passiert ist... Okay, okay, ich gehe als Erster. Wieder mal. Gut. Was jetzt? Verstärkung! Holt sie euch! Ich kümmere mich um die! Sucht ihr einen anderen Weg nach unten! Das sind sie. Wir müssen eine ganze Division da unten haben. Ist das der Zugang zum Tempel? Nein, nein, nein. Der ist noch ein gutes Stück weg. Dann müssen Sie hier das Fragment versteckt haben.
Mechanismus scheint noch inaktiv zu sein. Yeah.
Stein. Wir müssen ihm das Herz abknöpfen. Leichter gesagt als getan. Willkommen! Jetzt kann ich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hä? Andere Länder, andere Sprichwörter, Herr Quartermain. Hey, Steinrich! Du hast da was, das uns gehört. Es gehört dem Reich. Es gehört unserem Führer. Runter! Quartermain, in Deckung! Da, ich sehe. Vorsicht vor Schlangen, Amerikaner. Sie können nicht wieder ihre Natur. Da ist es! Das Herz gehört uns! Hier, bei Ihnen ist es besser aufgehoben. Wir haben die erste Hälfte wieder. Was jetzt? Damit können wir den Tempelkomplex betreten. Und dort werden wir die andere Hälfte des Herzens finden. Da bin ich mir sicher. Also, worauf warten wir noch? In die ewige Finsternis! In Feuer und Eis. Immer mit der Ruhe, Shakespeare. Dante, nicht Shakespeare, Herr Quartermain. Sarkasmus ist nicht Ihre Stärke, oder Doc? Ein atlantischer Tempel. Beeindruckend, oder? Mitten im Eis. Über Jahrtausende perfekt erhalten. So weit im Norden? Ist Atlantis nicht im Atlantik versunken? Atlantis ist ein Mythos, eine Legende. Aber diese Legende hat einen wahren Kern, Herr Quartermain. Was wir heute als Atlantis bezeichnen, war lediglich das Zentrum einer hochentwickelten Zivilisation, die Wissen und Macht besaß, von denen wir nur träumen können. Wir träumen offensichtlich von sehr unterschiedlichen Dingen, Doc. Wieso sind diese alten Schlauköpfe hier draußen nicht erfroren? Das Herz, Quartermain. Das Herz spendet Leben. Und Leben ist Wärme. Auf sie! Bringt sie um! Zeit, was für mein Geld zu tun. Sehen Sie Ihnen das Geld?
sehen, wie Ihnen das gefällt. Ist alles noch dran? Jetzt weiter? Diese Feuerbecken wurden vor kurzem entzündet. Falls dir das hilft, die Bilder erzählen die Geschichte der Erschaffung des Herz von Atlantis. Es wurde von Zwillingsbrüdern in der Haupttempelstadt des Atlantischen Reichs geschmiedet. Die Bewohner von Atlantis erschufen ihre Schätze in einer ewig brennenden Feuersäule. Aber das Herz war einzigartig. Es wurde aus Gold geschmiedet, das direkt aus der Säule stammte. Die Zwillinge wurden für die Erschaffung des Herzens belohnt und zu Herrschern über eine andere Tempelstadt ernannt. Ich glaube, das ist das Herz selbst. Die Zwillinge, wie sie über ihr neues Reich herrschen. Laut den Aufzeichnungen ist die Reihenfolge wichtig. Ich glaube, die Erschaffung des Herzens. Reihenfolge wichtig. Jemand verletzt? Pass auf! Ich glaube, dieser Hebel ist mit der Säule verbunden.
Jetzt müsste es sicher sein. Geht es jetzt weiter? Sackgasse. Jetzt haben wir es schon so weit geschafft, oder? Sehen wir uns um. Wir erfrieren hier im Urlaubsparadies einer untergegangenen Zivilisation und sie freut sich wie ein Schneekönig. Seht mal! Erstaunlich! Zu viel Neugier ist einfach nicht gesund. Aber wir haben diesen Gang gefunden, oder nicht? Jen? James? Dein Optimismus macht mich krank. Nichts. Goodwin? Es ist ein Altar. Wir müssen ein Opfer darbringen. Kleine Opfergabe, wo bist du? Endlich! Aus, als wäre unser Opfer angenommen worden. Versucht, das Licht auf die Symbole zu lenken.